Ah, mit G. Zeig mal, was haben wir denn für Waffen? Shit. Willkommen, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von No Man's Sky. Jawohl, hier draußen im Universum werden wir jetzt gemeinsam unsere Abenteuer bestehen. Und ja, jetzt wollte ich gerade mal, ausprobieren. Funktioniert alles tiptop. Impulsantrieb offline, nicht genügend Treibstoff. Stürzen jetzt aber nicht ab oder sowas, oder? Eisen sammeln, um Impulsantrieb aufzutanken. Jo, Kolleg, ich habe aber kein... Ah, normal kann ich trotzdem noch weiterfliegen, das ist gut. Ich muss noch mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was haben wir denn für Aufträge? Lass doch mal schnell nachschauen. Ich bin jetzt halt echt gespannt, was wir hier alles machen können, weil ich habe, wie gesagt, überhaupt nicht viel Ahnung von dem Spiel. Nur, dass man halt wirklich andere Planeten erforschen kann. Den Planeten verlassen. Alle Systeme, Funktionstüchtigung aufgetankt. Deine Antworten findest du in den Sternen. Hebe mit W ab. Haben wir eigentlich gemacht. Ah, unser Inventar ist auch noch voll. Genau, stimmt, da können wir auf den Exo-Anzug gehen. Und das ist, ah, das ist jetzt unser Inventar. Das hat ja auch einer gesagt gehabt, genau. Wie kann man doch mal, Stacks machen? Wie ging denn das jetzt nochmal? Bin ich eigentlich in der Zeit, ganze Zeit am Fliegen, wenn ich da... Was ist denn los? Wieso? Teleportiere beliebige Gegenstände, Exo-Anzug zum Raumschiff. Drücke X, um dein in deinem Inventar. Ah, okay. Was ist denn, hä, wieso hängt denn das so? Was ist denn mit der FPS hier los? Das kann es doch nicht sein. Okay, ich schalte jetzt wirklich mal ein bisschen gerade schnell runter. Aber... Hä? Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Jetzt geht's wieder perfekt. Kannst mir doch nicht sagen, dass es nur an dem lag. Ah ja, die Einstellungen werden erst aktiv, wenn ich das Spiel neu starte. Komisch, jetzt funktioniert wieder alles tiptop. Also manchmal hat es irgendwie kurze Einbrüche. Keine Ahnung, was das soll. Aber machen wir kurz erstmal das hier, genau. Exo-Anzug, das ist unser Inventar und das können wir jetzt auf unser Raumschiff umlagern, dass wir hier ein bisschen Platz haben im Inventar. Zum Beispiel das Gold, das tun wir mal einlagern. Genau, aufs Schiff. Hier diese Kürbisknolle, die tun wir auch einlagern. Kann ich die nicht einlagern? Nee, das geht nicht. Hä, wieso kann... Ah doch, es geht. Stopp, will ich nicht. Zurück. Ah, das ist das, was im Schiff ist, oder wie? Genau, das ist das, was im Schiff ist. Jetzt verstehe ich's. Und das ist das, was wir dabei haben. Die würde ich aber auch noch gerne einlagern hier. Ah, jetzt weiß ich. Man muss gar nicht draufdrücken. Okay. Kann ich... Oder ich tue mal alles gerade einlagern. Ah, nee, da muss ich ja gar nicht draufdrücken. So. So, ich lagere mal kurz alles in mein Raumschiff ein. Weil das scheint ja ein bisschen mehr Platz zu haben als vier. Die Sachen brauche ich ja. Jetpack, Lebenserhaltung und den Anzug. Okay. Den Exo-Anzug verbessern. Stelle einen Signalbooster her. Ja, aber noch nicht im Raumschiff, oder? Ich will jetzt einfach mal zu dem Planeten da hinten hinfliegen. So. Okay. Fliegt das jetzt? Kann das auch automatisch fliegen oder muss ich da immer gedrückt halten? Zum Aktivieren Boost Shift drücken. Ja, das weiß ich schon. So geht das Ganze ein klein wenig schneller. Eisen sammeln und Impulsantrieb aufzuladen. Oh, tatsächlich, es passiert was. Ah, genau. Hier haben wir, Tovovan Pue-System. Vier Planeten und zwei Monde. Da gibt es eine Raumstation, ist da sogar. Wollen wir da mal hin? Komm, ich flieg einfach mal zu der Raumstation. Eingehendes Signal für Lokalisierung scannen. Signal trianguliert. Zum Ansehen der Missionsziel P drücken. Okay, Missionsziel aktualisiert, erwachen. Schauen wir doch mal nach. Protokoll. Mhm. Erwachen. Signalverstärker aufsuchen. Lokalisieren Sie die Quelle des mysteriösen Signals, um mehr zu erfahren. Ah, hier, das abgestürzte Schiff reagiert auf einen Befehl und bestätigt damit einen Verdacht, dass es mir gehört hat. Ich habe es repariert und bin nun damit ins Weltall geflogen. Aber der Grund für meinen Absturz ist immer noch ein Rätsel.
Okay, wir wissen nicht, warum wir abgestürzt sind vorhin. Aber das ist uns ja jetzt erstmal noch egal. Oh, hier sind ein paar Raumschiffe am Rumfliegen. Was ist denn dieses Ausrufezeichen da links? Ungewöhnliches Signal entdeckt. Orte mit Funktionsmitter, um mehr zu erfahren. Ja, ich hör's. Ich empfange aber nichts. Mal ein bisschen mehr Boost geben hier. Ich will jetzt mal auf den Planeten. Oder ich fliege jetzt einfach mal zu dem Signal hin. Eisen sammeln. Ja, ich weiß, dass wir Eisen brauchen. Warte mal, ich will mal da hoch. Was ist denn das? Ich kann ja auch schießen. Aber ich will ja nicht irgendwelche Leute abschießen jetzt. Man weiß ja nie. So, was ist denn das da oben? Wollen wir mal dahin? Ich weiß, dass wir ein ungewöhnliches Signal entdeckt haben. Das ist dort hinten. Und... ja, oder wollen wir erstmal zu dem ungewöhnlichen Signal hin? Unbekannter Planet. Nee, ich will da hoch. Ich fliege jetzt erstmal zu diesem Raumschiff. So ein bisschen langsamer. Ankunft in 9 Stunden, so weit weg. Mit C scannen. Ah, jetzt habe ich... nö, das sagt mir gerade gar nichts. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen näher, um einen besseren Empfang zu kriegen. Kann das sein? Was ist denn das überhaupt hier für ein Raumschiff? Sag mir das doch mal. Oder kann ich auch einfach reinfliegen? Geht das auch? Die sind aber alle zu, die Türen. Ich kann da nicht einfach reinfliegen. Nee, das mache ich nicht. Ui, wir sind ja plötzlich so nah an dem Planeten hier. Guck mal, hier fliegen Steine in der Luft rum. Kann man die abschießen? Nee, nicht wirklich. Ah, doch. Das dauert nur, bis die eintreffen, oder? Nee. Was ist denn das für ein Signal? Ich probiere das jetzt zu scannen. Ungewöhnliches Signal entdeckt. Leute, wir machen mal was anderes. Wir landen jetzt einfach mal da unten auf dem Planeten. Ich will wissen, ob das funktioniert. Ich fliege da jetzt einfach mal runter. Aber nicht in so einem komischen Winkel. Ui, oh. Das war knapp. Habe ich Glück gehabt. Also, oh, hier sind ja überall Schiffe. Oh, ich muss mal ein bisschen langsamer fliegen. Es wird ganz schön heiß. Oh, da unten links im Raumschiff steht ja sogar mein Name. Planetenannäherung eingeleitet. Der... was? Der so... oh, die Namen kann doch kein Mensch aussprechen. Ein bisschen schneller hier. Kann nichts passieren, oder? Wenn das so heiß ist. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das jetzt einfach mal ein neuer Planet da. Zum E landen. E drücken zum Landen. Ich will da schön im Schatten landen. Da ist vielleicht auch nicht so heiß. So, da will ich landen. Jetzt habe ich was Dummes gemacht. Ja, okay, dann landen wir halt woanders. Also ich drücke jetzt einfach mal E, komm. Bam. So. Was ist denn mit der FPS los hier? Was soll denn das? Jetzt ist aber... nee, es spinnt immer noch mega rum. Okay, lass mal trotzdem jetzt gucken. Also wir sind... mm.
Ah, ich glaube, wir sollten trotzdem zu dem anderen Signal hinfliegen, wo wir das gefunden haben. Das bringt uns nichts, wenn wir jetzt da einfach auf irgendwelchen fremden Planeten landen. Wir sollten schon am Anfang den Missionszielen nachgehen. Jetzt geht's wieder. Guck, ganz komisch. Das ist, der braucht wahrscheinlich immer so ein bisschen, bis der alles geladen hat. Ich glaube, ich werde trotzdem mal schnell ein bisschen runterstellen. Vielleicht liegt es daran. Die Sichtweite vielleicht. Kann man das hier irgendwo... Bewegungsunschärfe, Qualität, Menge... ich weiß nicht, was ich hier verbessern muss. Sichtfeld, zu Fuß. Komm, wir gehen einfach mal ein bisschen runter. Ein klein wenig hier. Machen wir einfach mal so, komm. Die Einstellungen werden erst im Neustart... Ja, okay, ist okay. Aber sind jetzt abgespeichert, ja? Also, ich schlage vor, dass wir trotzdem nochmal einsteigen hier schnell in unser schönes Raumschiff. Nein, nicht aussteigen. Und wir sollten zu dem, Quelle hinfliegen. Das bringt uns sonst nichts. Wenn wir hier die ganze Zeit... Oh. So. Dahin müssen wir. Wir müssen Schub geben. Dann geht das Ganze auch schneller. Also, fliegen wir mal dorthin. Da, wo wir das Signal gefunden haben. Was passiert denn, wenn wir gegen so einen Stein fliegen? Ist das schlimm? Ich glaube, das ist nicht gut. Ein Asteroidenfeld, meine Freunde. Erledigt sie. Überhitzung. Ah, das ist ein Mythos. Das stimmt nicht. Ich glaube, ich sollte mal in einem normalen Tempo fliegen. Ist noch zu weit weg zum Scannen, ne? Nee. Ah, da sehen wir auch die Rohstoffe, die auf dem Planeten wahrscheinlich zu finden sind. Zugefrorener Planet. Frostkristall, Emeril, Nickel und Heridium. Können wir da holen? Das ist immer gut. Boah, das war knapp gewesen. Das ist Mobsgeschwindigkeit hier. Okay, ich sollte vielleicht bei diesen Asteroiden echt aufpassen. Ich habe das Gefühl, dass wir echt draufgehen können, wenn wir gegen so ein Ding fliegen. Die Steuerung ist auch noch ein bisschen ungewöhnlich. So. Aber das kommt, da gewöhne ich mich dran. Du. Fühl mich hier wie bei Star Wars. Ist der noch weit weg? Ankunft. Was? Erst in 30 Sekunden in dem Tempo. Hochziehen! Das war knapp. Oh, shit. Kann man die nicht kaputtballern? Das kann's doch nicht sein. Wofür haben wir denn so ein geiles Raumschiff hier? Können wir auch dann irgendwie ein, das ist eine Photonenkanone. Können wir dann später auch neue Geschütze... das geht ja. Oh, da können wir Eisen sammeln. Ah, logisch. Und damit können wir den Antrieb dann natürlich auch füttern sozusagen ein bisschen. Interessant. Okay. Der ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg. Überhitzung, Waffenmodus, wechseln mit... Was? Mit E? Ich hab's nicht lesen können. Das war zu schnell. Oh, wie weit ist denn der weg? Der sah so nah aus. Ist das ein Mond? Nee, das ist ein Planet. Ah, wir kriegen Rohstoffe beim... wenn wir die Dinge auseinandernehmen. Interessant. Ah, mit G. Zeig mal, was haben wir denn für Waffen? Shit. Ja. Dann nehme ich ja den ganzen Gürtel hier allein auseinander. Hä, wieso kann ich denn nicht mehr schießen? Was ist los hier? Ah, also die haben auf jeden Fall nur eine begrenzte Reichweite. Das will ich sehen. Nimm ein bisschen Action hier.
Mann. Gibt es sicher auch noch so Space Piraten oder so, keine Ahnung. Überhitzung. Ja, übertreib's doch nicht. So schlimm ist das doch gar nicht. So, ich habe genug Rohstoffe gesammelt. Ich sollte jetzt mal langsam wieder Gas geben. Oh, das ist gefährlich, was ich hier mache. Ach, Quatsch. So. Da will ich hin. Ist der noch weit weg? Noch 17 Sekunden. Ja, wir sind bald da. Wir haben es gleich geschafft. Oh, ich stelle mich richtig dumm an mit dem Fliegen, ne? So. Können wir den schon scannen? Geht das schon? Ah, den haben wir ja schon gescannt. Oh, diese Asteroiden, die regen mich auf. Ankunft, noch 30 Sekunden. Ah, jetzt sind es plötzlich wieder 30 Sekunden. Sag mal, verschwindet der Planet? Nein! Was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt geht's wieder. Mann, 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 Mann. Haben die Planeten hier auch eine Umlaufbahn und bewegen sich? Kann das sein, dass er deswegen sich von mir entfernt? Ich muss Gas geben, habe ich das Gefühl. Wir benötigen Eisen. Passt schon, passt schon. Der wird schon noch aushalten. Hä? Der Empf... Wir kommen ja gar nicht näher. Was soll denn das? Da will ich hin. Wieso kommen wir denn nicht näher? Was soll denn das Ganze? Ankunft in 7 Minuten und 41 Sekunden. Ankunft in 29 Minuten, hä? Nee, der kommt ja, guck mal, der kommt ja immer näher, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ja, wir kommen ja aber trotzdem nicht näher. Was bringt mir denn das alles, wenn ich da drauf zufliege? Vielleicht mal lesen, hä? So sind wir ja noch schneller. Okay, aber da müssen wir ja gar nicht hin. Wir müssen ja woanders hin. Ist gut, du kannst wieder... Wie komme ich denn raus aus der... aus dem... Ich glaube, wir kommen da gar nicht raus. Ah, so kommen wir auf jeden Fall schneller voran. Ah, hätte man mal lesen sollen, ne? Ah, wir haben das Signal gar nicht mehr. Scheiße. Zeig mal her. Wo ist denn jetzt das Signal? Genau, jetzt fliege ich gerade dahin, komm. Und... Das ist mal richtig schnell. Ah, da sehen wir auch noch die Energie vom Antrieb, ne? Was verbrauchen der Eisen oder Treibstoffanzeige? Na, so kommen wir auf jeden Fall ein ganzes Stück schneller voran. So, bis dahin will ich es auf jeden Fall noch schaffen. Komm jetzt, ey. Es kann ja nicht sein, dass ich da 50 Jahre brauche, bis ich mal irgendwas herausgefunden habe. 30 Sekunden. Reicht der Antrieb noch so lange überhaupt? Ja, ja, mache ich ja, mache ich ja. Ich bin ja gerade auf dem Weg dahin. Boah, das Ding ist aber auch weit weg gewesen. Das sah so nah aus. Fast kein Treibstoff mehr. Oh. Was brauchen wir denn? Eisen. Also müssen wir noch mal ein paar Asteroiden abmurksen hier, wenn wir die sehen.
Ist ein Eisplanet, ist das. Ist auch cool. Okay, warte, hier haben wir gerade welche. Ui, das ist ein großer. Und der hat kein Eisen. Ich will aber Eisen haben. Da haben wir Eisen. Bam. So stelle ich mir das vor. Muss ich den extra aufladen oder ist der, lädt er sich von selber auf? So. Ich glaube, ich muss ihn aufladen, ne? Genau, hier der Impulsantrieb. Ah, hier steht es ja auch nochmal. Zum Aktivieren des Impulsantriebs A und D gleichzeitig drücken. Mit Shift den Geschwindigkeitsschub wählen, das... Ah, okay. Ja. Hätte man vielleicht ein bisschen lesen sollen, ne? Bevor ich mich da beschwere. Okay. So. Jetzt haben wir fast volle Energie. Das ist ja gar nicht der Planet. Stopp, warte mal. Oh Mann, ganz ruhig. Oh, das ist doch der Planet? Nee, das ist da hinten. Wo ist denn das? Hä? Das ist jetzt schon wieder weiter weg. Ah nee, das ist... Ah nein, nein, ist alles richtig. Ist alles richtig. Oder? Stopp, 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 stopp. Ah, wir sind da. Ah, wir haben das Signal gefunden. Endlich. Also, fliegen wir mal in die Erdatmosphäre rein. Nice. Ist es noch weit oder sieht das nur so aus? Ah, hier Ankunft in einer Minute. Sehr schön. Was sagt denn die Zeit schon bei 32 Minuten? Ich will da noch hin. Ich will da auf jeden Fall noch hin. Tut mir leid, Leute, dass das der App nur ein bisschen rumgefliege war, aber ich bin halt komplett unvertraut noch mit dem System gewesen hier und aus dem Grund ist es jetzt halt nun mal so gekommen. Tut mir leid. Boah, sieht geil aus hier. Was ist denn los? Ah, in der Atmosphäre kann ich keinen Impulsantrieb machen. Nee, das sollte ich vielleicht nicht hier unten machen. Das ist immer noch eine Minute entfernt. Wieso leuchtet es denn so rot? Habe ich fast keinen Antrieb mehr, keine Energie mehr, oder was? Ungewöhnlich Signal. Ja, das kennen wir schon. Ist doch alles gut. Jetzt bin ich zu schnell. Oh, stopp, 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 stopp. Nein! Wo fliege ich hin? Nein, kann... Bleib mal... Scheiße. Nein. Das war jetzt nicht schlau. Okay, das weiß ich. Das war jetzt echt nicht schlau gewesen. Oh, nö. Ist das weit weg? 2 Minuten. Ah ja, komm. Oh. Hätte ich nicht drücken sollen. Ich dachte, ich kann vielleicht so einen ganz kleinen Sprung machen. Oh, was mache ich denn hier, Mann? Ich fliege aber auch wie so eine Oma ohne Augen, ey. Unglaublich. Ja, jetzt leckt es natürlich noch. Es ist natürlich perfekt. Das ist natürlich das, was wir jetzt brauchen. Stopp.
Ich will jetzt einfach die Richtung einstellen. So. Jetzt fasse ich meine Maus gar nicht mehr an. So, nach jahrelangem Rumfliegen habe ich es endlich herausgefunden, man kann mit Space ja noch den Warp-Antrieb aktivieren, damit man da noch ein bisschen schneller ist. Und jetzt habe ich es endlich geschafft zu den scheiß Planeten. Tut mir leid, dass ich das ein bisschen schneiden musste, aber ich bin hier fast nur eine halbe Stunde rumgeflogen. Das wollte ich euch echt nicht antun. Wir haben es jetzt natürlich gleich geschafft. Ich bin jetzt bis zu dem Signal hingeflogen. Und genau. Ah genau, der Impulsantrieb war das gewesen, nicht der Warp-Antrieb, genau. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, was uns hier bei dem, was uns hier bei dem Planeten erwartet. Der soll ja relativ zugeeist sein. Planetenannäherung eingeleitet. Lukenbereit. Was? Also manchmal lese ich Zeug, das ist unglaublich. Ungewöhnliches Signal entdeckt, genau. Wir werden das erforschen. Da hinten muss das jetzt irgendwo sein. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Endlich. Natürlich geht... Oh, natürlich spinnt jetzt wieder irgendwas mit den FPS nicht. Keine Ahnung, was das soll. Klar, das muss alles hier geladen werden und so, aber kann doch nicht sein. Stopp, 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 stopp. Hier landen. Landen! Land doch! Was macht der denn jetzt hier schon wieder? Land doch! Mit W landen, ich land doch. Ah, mit E. Oh, tut mir leid. Da habe ich mich jetzt gerade dumm angestellt. Ich drücke die ganze Zeit W. Genau hier, ach, ich land jetzt einfach. So weit weg kann das ja nicht sein. Okay. Also. Bam. Biom verschneit. Luken, ist das weit weg? Au, Mann, was soll denn das? Bastard, ey. Hier. Ah, geht ja nicht. Oh, doch, man kann die zerstören. Da. Also da will ich noch hinlaufen, wir gucken, was es da zu finden gibt. Oh, es ist kalt hier auf dem Planeten. Minus 40 Grad im Schatten. In der Sonne minus 50 Grad. Hä? Wieso laufe ich denn jetzt wieder in eine komplett andere Richtung? Was soll denn das jetzt? Das war doch eben gerade dort gewesen. So anstrengend. Ah ne, wir müssen schon da lang. Doch, war richtig. Was ist das denn? Keine Ahnung. Gucken wir dann noch. Ich hätte doch mit dem Raumschiff noch dahin fliegen sollen, oder? Nee, wir sind da. Irgendein komisches Signal war das gewesen und jetzt bin ich mal gespannt. Sicher noch von irgendwelchen Außerirdischen oder so. Was ist denn das? Das haben wir empfangen. Und wegen dem Ding sind wir hergeflogen. Okay. Das muss jetzt aber auch was Cooles sein. Mindestens so eine PlayStation 6 oder so. Was haben wir denn hier? Ein Wegepunkt. Interagieren. Notsignal gefunden. Lebenszeichen entdeckt. Okay.
Was ist denn überhaupt die Mission von diesem Spiel bei... Licht. Ah, kann man an- und ausschalten. Okay, Leute. Ich denke, dass ich den Part an der Stelle jetzt hier beende. Weil ich bin jetzt schon bei einer Stunde Aufnahme und ich muss das ja sowieso noch ein bisschen schneiden, dass es nicht so lang wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Weil ja, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part ein. Habt einen schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr es hergucken. Euer Nier, haltet die Ohren steif und ciao.